Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schließlich drehe ich ein neues Video für euch und für mich. Und heute möchte ich mit euch ein interessantes Thema sprechen, reden. Das ist russischer Aberglauben. Weißt ihr, dass russische Leute ganz abergläubisch sind? Und ja, wir haben viele verschiedene Aberglauben und heute möchte ich euch über ein paar seltsame oder nicht seltsame Aberglauben erzählen. Und ihr schreibt bitte in den Kommentaren, ob ihr diese Aberglauben in Deutschland habt oder in Österreich, in der Schweiz. Und weil wir sehr viele verschiedene Aberglauben haben, denke ich, dass das der erste Teil ist. Und dann drehe ich ein zweites Video über Aberglauben. Also, los geht's! Der Aberglaube Nummer 1. Wenn wir Russen vor der langen Reise aus dem Haus gehen, müssen wir unbedingt davor eine Minute sitzen. Auf einen Stuhl oder Koffer oder was. Und alle Leute, die zu Hause sind, müssen auch das machen. Wir glauben, dass das Glück für die Reise bringt und den Weg ebnet. 2. Wenn man etwas zu Hause vergessen hat und er muss zurück nach Hause kommen oder in die Wohnung oder was, man muss unbedingt in den Spiegel sehen, bevor man die Wohnung zum zweiten Mal verlässt. Man kann nicht nur in den Spiegel schauen, sondern auch seine Zunge schauen. Und soweit ich weiß, bedeutet es, dass das zweite Mal war es nicht du, wer die Sachen zu Hause vergessen hast, aber ein anderer Mensch. Und deshalb schaust du die Zunge und das ist nicht du mehr. Ich weiß nicht, wie es besser zu erklären, aber ja, hoffentlich versteht ihr mich. Und so alle Unfälle passieren nicht mit dir. 3. Fast jeder Russe glaubt, dass die schwarze Katze, die Russen über den Weg laufen, Unglück bringen. Und wenn eine schwarze Katze einem den Weg läuft, muss man in diesem Fall einen anderen Weg gehen oder einen Knopf, weißt du, an der Jacke festhalten, wenn man diesen Weg kreuzt. Und das war alles für heute. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Schreibt bitte in den Kommentaren, welche Aberglauben in Deutschland gibt. Und hoffentlich sehen wir uns ganz bald. Vergesst nicht, Daumen hoch zu stellen und meinen Kanal zu abonnieren. Ich hab euch lieb. Dankeschön. Tschüss.